Willkommen zurück, Wake. Du bist doch Wake, oder? Jetzt, wo du den Schatten los bist. Wenigstens eine gute Nachricht. Die schlechte ist, dass ich seit dem AWE in Eagle River nicht so eine Scheiße miterlebt habe. Der Schatten ist jetzt in Alex. Und Anderson ist weg. Wir müssen herausfinden, wie wir das wieder hinkriegen. Ich werde das wieder in Ordnung bringen, Agent Esteves. Ich bin schuld an all dem, was hier passiert. So einfach ist das nicht. Aber in dem Moment, als ich sie sah, hätte ich sie in eine Kiste stecken und in eine Sicherheitsanlage verfrachten sollen. Die Frage ist nur, ob sie das in Ordnung bringen können. Ich versuch's. Klingt nicht sehr überzeugend, aber wir machen das schon. Scratch, das Dunkel in Casey, hat Saga in den See geworfen. Wenn sie im dunklen Ort landet, kehrt sie vielleicht nie mehr zurück. Ich habe 13 Jahre dort verbracht. Zane ist noch immer dort. Thor und Odin sind ihr gefolgt, oder? Vielleicht holen sie sie raus. Mit der Macht des Rock'n'Roll. Ich habe sie dort gesehen. Sie haben ein Musical aufgeführt. Und schon bin ich viel weniger optimistisch. Und wie ist die Lage? Ich habe noch kein Wesen gesehen, das einen Sicherheitscontainer so durchbricht. Und jetzt hat das Dunkel Agent Casey befallen. Es muss sich beim Angriff im Wald darauf vorbereitet haben. Und jetzt hat er den Klicker. Scratch wird nach Bright Falls gehen und den Klicker verwenden, um sein schreckliches Ende von Return herbeizuführen. Aber ich kann es stoppen. Wie? Scratch muss das Manuskript haben. Wenn ich das Ende lesen kann, kann ich es ändern. Ich muss ihn finden. Naja, ohne sie wirst du nicht weit kommen. Dieser Plan ist total verrückt, Wake. Ich wünschte, ich könnte helfen. Aber es liegt an ihnen. Ich habe ihnen alle unsere Waffen besorgt. Vermassle es nicht. Ich brauchte ein Auto. Das FBI-Fahrzeug stand auf dem Parkplatz. Ich war wieder wach. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten hatte ich wieder einen klaren Kopf. Ich fand mich am Anfang wieder. In einem dunklen Wald außerhalb von Bright Falls. In einer Hand eine Waffe, in der anderen eine Taschenlampe. Verflucht von meinen eigenen Texten. Alice wurde mir genommen. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Ich musste verhindern, dass die Horrorgeschichte wahr wird. Und das Dunkel aufhalten. Sie war kein Sieg.
Das Dunkel ist am dunklen Ort in mich eingedrungen. Als ich wieder zurückgezogen wurde, wurde es geschwächt. Es schlummert jetzt. Ich konnte mich nicht mehr an das Geschehene erinnern. Aber ich spürte, dass es stärker wurde, dass es erwachte. Ich dachte, es verfolgte mich. Doch ich trug es die ganze Zeit in mir. Und dann kam es über mich. Und es verwandelte mich in Scratch. Ich musste nach Bright Falls und all das bis zum Ende. Ich zog Saga Anderson in diese Geschichte, um mir zu helfen. Es gelang ihr, aber es kostete sie alles. Ich hatte Alex Casey jahrelang in meinen Texten erwähnt, deshalb zog es den echten Casey hierher. Jetzt war auch er ein Opfer. Saga, Casey, Alice. Ich bin für all die schrecklichen Dinge verantwortlich. Es ist meine Schuld. Scratch musste aufgehalten werden. Ich kenne diese Straße schon. Befahre sie schon ewig. Wenn Scratch den dunklen Ort hergebracht hat, würde mich das wieder hineinbringen. 2010 tauchte ich ein. Ein Glaubenssprung. Für Alice. Ohne zu ahnen, dass ich damit schlimmer als mit dem Tod bezahlen würde. Es dauerte 13 Jahre zu entkommen. Jetzt war Alice tot. Wegen mir. Und ich wollte diesen Sprung erneut wagen, doch diesmal kannte ich den Preis nur zu gut. Es auch anders sehen. Ich hatte den dunklen Ort hergebracht. Ich war nie entkommen. Vielleicht kann ich es jetzt nach all dem. Ein naiver Gedanke. Ich hatte keine Wahl, ich musste es tun. Aber das nahm mir auch nicht die Angst. Scheiß drauf. Das ist nicht, was ich erwartet hätte. Wake gaukelt den Lesern äußerst geschickt vor, dass der Kult des Baumes der Antagonist ist. Die spannende Trilogie endet beim Hirschfest und macht Return zu einer perfekten Mischung aus Fakten. Diese Scheiße ist ein echter Hit! Return lässt die Leser mitfiebern. Hallo, ich bin Ilmo Kostkeller. Willkommen im Kostkeller-Brüder-Programm. Diese Woche sind wir
uns den mit Spannung erwarteten neuen Roman von Alan Wake an. Return. Return wurde auf festes, hochwertiges Offset-Papier gedruckt, das jede Seite zu einem wahren Vergnügen für die Fingerspitzen macht. Alan Wakes Genialität zeigt sich auch in der Wahl des Einbands, der aus erstklassigem Emaillepapier mit glänzender Laminierung besteht, das sich sowohl geschmackvoll als auch angenehm anfühlt. Nicht wahr? Wake hat mit seinen vorherigen Romanen hohe Standards gesetzt, aber ich kann mit Garantie sagen, dass sich auf der Rückseite von Return die beste Beschreibung eines Buches befindet, die ich je gelesen habe. Dieser Klappentext ist wirklich fesselnd und wird euch von Anfang bis Ende in Atem halten. Daneben befindet sich ein geschmackvolles Foto von Alan Wakes Haus, hier in Point Falls. Ich musste eine Kopie von Return beschaffen und das Buch zu Ende lesen, um es ändern zu können. Ich war in Scratchs Ende, eine perverse Version der Realität. Die Einwohner wurden einer Gehirnwäsche unterzogen. Alles drehte sich um Return, als wäre es gerade erst veröffentlicht worden. Der Roman beginnt als Mordgeschichte, wird dann aber völlig überraschend zu einer übernatürlichen Horrorgeschichte. Saga und Case. Nicht eingehen. Die Geschichte mit dem Salzstreuermann. Ja, komm. Spannende Trilogie endet beim Hirschfest. Oh, und macht Return zu einer perfekten Mischung aus Fakten und Fiktion. Ich konnte das runde Fenster im Writers Room auf dem Foto erkennen. Dort musste ich hin, um Return umzuschreiben. Eine echt, echt kranke Geschichte. Ein Buch zum Sterben. Scheiße. Ich konnte das runde Fenster im Writers Room auf dem Foto erkennen. Dort musste ich hin, um Return umzuschreiben. Eine echt, echt kranke Geschichte. Ein Buch zum Sterben. Scheiße. Thank you.
Ich hatte nun das Buch. Bereit für mein Ende von Return. Ich musste zum Writer's Room, um den Schrecken zu beenden. Dies war ein zwanghafter, egozentrischer Albtraum. Alles drehte sich um ein eitles Monster von einem Schriftsteller und sein letztes göttliches Werk. Der Roman Return wurde wahr. Doch er endete nicht. Er breitete sich aus.